habe. Hä, willst du einer Gilde beitreten? Ja, schon. Lol, warum liegt da jeder auf dem Boden? What the fuck? Es liegen alle am Boden. Haben sie sich zugesaufen oder was? Okay, das schaut nicht noch zugesaufen aus. Alter, die sind tot. Komm raus, Dreckstück. Oder muss ich deutlicher werden? Die hat ein fucking Gewehr! Oh nein! Ja, Hauptsache sie legt sich an die Wand. Oh nein! Los jetzt mit dem Geschwafel! Die hatten einen Tritt kassiert, nicht mal einen Schuss. Die ist auch gestorben. Eieiei. Die sind alle tot. Das setzt was. Auch du schwebst in Gefahr, meine Doktor, Doc. Hier läuft Adama Ladama über dich. Alter, was ist denn das? Adama Ladama. Ich bin immer noch legendär, dass ich die einfach aufheben kann und in meine Tasche stecken kann. Oh, what the fuck? Was war das? Das sieht aus wie eine Mischung zwischen einem Kamel und einem Brachiosaurus. Oh mein Gott, jetzt darf ich den ganzen Turm wieder Ovi laufen. Was ist denn das für... Oh mein Gott. Ja, mache. Das machen irgendwie alle, wie ich so sehe. Selbstmord ist keine Lösung, aber sie ist ein Ausweg. René, du weißt ganz genau, dass ich Atheist bin. Ich weiß, aber du weißt ganz genau, dass ich Atheist bin. Spar dir das. Nein, ich kenne nicht so die Pastafari und die haben keine Mönche, die haben nur Nudelsiebköpfe. Naja, Liebe geht durch den Magen. Na, und ich weiß, es geht nicht ums fliegende Spaghetti-Monster, sondern um den heiligen Fleischkloß. Ja, theoretisch, weil das ja nicht eine Sekte, sondern eine anerkannte Religion ist, dürfst du da bei der Arbeit, begründet freinehmen. Natürlich müsstest du dann die katholischen Tage arbeiten gehen, aber... Oh mein Gott. Ja. Es ist der ultimative Beweis, warum Religion eigentlich dämlich ist. Ist so. Du kannst dir sagen, was du willst.
Ist mir auch schon passiert hier. Warum greifen mir jetzt zwei von den Viechern an? Oh mein fucking Gott! Diesen Elvis. Ich hab fast Elvis gelesen, Alter. Du bist das Opfer von Riesen Elvis geworden. Brian Nikes. Okay. Manche Namen finde ich einfach legendär. Besonders legendär finde ich von den kleinen Leuten. Ich weiß nicht, wie hießen die nochmal? Die Lala Feo, genau, oder wie die heißen, oder? Ich finde das so witzig, was die ab und zu für Namen haben. Meistens ist es einfach eine Silbe, die zweimal erst einmal vorkommt und dann irgendwelche zwei Silben noch hinterher. Wie zum Beispiel Fufu Lupa oder sowas ähnliches. Das ist so witzig. Und weißt du, was mir vorkommt? Fast alle diese Elfendinger, gell? Die mit den Spitzohren, gell? Die haben alle irgendwie französische Namen. Oh, ich bin Franzose, Mademoiselle. Warum sind da jetzt Riesen? Das ist doch jetzt nur noch mehr Brainfuck, Leute. And welcome to the Mindfuck, Leute. Devil. Nee, er ist nicht Marcel. Ich bin der Neue. Hi, Lise. Oh mein Gott, da war einfach nur... Sagen wir es mal so. Es war entweder Black Moon oder Sailor Moon. Die Geschichte hat es ja auch noch gegeben.